Die drei Siebe. Eines Tages kam jemand zum weisen Sokrates gelaufen und fragte ihn: Weißt du, was ich gerade über deinen Freund gehört habe? Moment mal, antwortete Sokrates. Bevor du mir das erzählst, möchte ich dich mit den Fragen der drei Siebe prüfen. Die drei Siebe? Fragte der Mann. Was ist das? Bevor du etwas über einen anderen erzählst, ist es gut, dir Zeit zu nehmen und durch ein Sieb zu filtern, was genau du mitteilen möchtest. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du geprüft, ob das, was du erzählen willst, wahr ist? Hast du es selbst gehört und mit deinen eigenen Augen gesehen? Um ehrlich zu sein, sagte der Mann nach einem Moment des Zögerns, ich habe nur davon gehört. Also weißt du nicht, ob es die Wahrheit ist, sagte Sokrates. Dann war die erste Prüfung nicht erfolgreich. Das zweite Sieb heißt Güte. Was du mir über meinen Freund erzählen willst, hat es etwas Gutes oder Positives an sich? Nein, ganz im Gegenteil, sagte der andere. Ich habe nichts Gutes über ihn zu berichten. Dann halten deine Worte auch der zweiten Prüfung nicht stand. Also, fuhr Sokrates fort, du willst mir schlechte Dinge über meinen Freund erzählen und du bist noch nicht einmal sicher, ob sie wahr sind. Das dritte Sieb heißt Nützlichkeit. Ist es hilfreich und nützlich für mich zu wissen, was du über meinen Freund zu berichten hast? Nein, überhaupt nicht. Also, folgerte Sokrates mit einem Lächeln im Gesicht. Wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut noch nützlich ist, ziehe ich es vor, es nicht zu wissen. Und ich rate dir, es zu vergessen.